man jetzt halt einfach eine Band hat, einen Artist, der eben auf die Bühne kommt und der eben einfach, ich sag mal so, in sich nicht harmoniert und einfach, ich sag mal, mit irrsinnigen Lautstärken egoistisch vorgeht, das war früher genauso gewesen, ich kenne das noch im Extremfall, bei Queen, da ist auf einer Seite blasen da 30 Fox AC30, auf der anderen Seite 10 Ampex und in der Mitte der Sänger hatte nur eine Chance gehabt, weil man mit einer zentralen Beschallung von oben einfach versucht hat, mit brachialer Gewalt da noch überhaupt einen Punkt hinzubekommen, damit er überhaupt noch einen Mittelpunkt hat, wo er überhaupt was hört. Ich meine, das weiß man mittlerweile, dass das eigentlich nur taub macht. In dem Moment, wo man eine Band hat und man hat als Mischer einen Einfluss und den soll man auch geltend machen, weil man ist ja dafür verantwortlich für den Sound, der da draußen stattfindet. Das heißt, ich wäre ja bezahlt für irgendwas und ich wäre nicht bezahlt dafür, dass ich im Prinzip letztendlich sage, ja, wir sind gut Freund zu unseren Musikern. Wir haben auch eine Kompetenz und das müssen wir auch in der Art und Weise einfach rüberbringen. Und die Kompetenz ist einfach, dass wir auch verantwortlich sind für das, was die da oben auf der Bühne fabrizieren. Und ich bin auch der Auffassung, dass man da aktiv eingreift, indem dass man sagt, hier Jungs, passt mal auf, habt ihr mal probiert, ob das und das nicht vielleicht besser wäre? Oder guckt doch mal, dass wir vielleicht was finden. Heute, damals gab es das nicht, deswegen heute haben wir ja noch der Riesenvorteil, dass wir mit In-Ear arbeiten können. Wobei In-Ear bedingt für viele Musiker, also gerade jetzt zum Beispiel Jazzer oder sowas, die mögen denn halt schon vielleicht einen Knopf und dann doch noch einen Monitor auf der Bühne. Aber ich habe also ein ganz tolles Beispiel vor kurzem gesehen, das war jetzt vor 4 Wochen. Da hat ein Bekannter von mir die Eagles veranstaltet, das einzige Konzert, was in Deutschland stattgefunden hatte. Das war in Vechta. Es war ein Open Air, muss man dazu sagen. Aber das war ein Konzert, da war ich dann auf der Bühne, konnte mir auch den Bühnensound anhören. Ich habe 3-mal in meinem Leben wirklich Gänsehaut gehabt beim Sound. Das war Dire Straits Anfang der 80er Jahre. Das war Supertramp 1997 in Montreux auf dem Jazzfestival. Da ist mir nichts mehr dazu eingefallen. Und dieses Mal wieder, vor 4 Wochen, es waren die Eagles. Und es war ein phänomenaler Sound. Also wirklich, da freut man sich einfach, wenn man sowas hört. Und man hört es nur einfach zu selten. Aber immer, jedes Mal, wenn ich sowas miterlebt habe, war es einfach so, dass die Musiker so irrsinnig diszipliniert auf der Bühne gespielt hatten. Und das habe ich also vor 4 Wochen wieder feststellen können. Die haben einfach in sich ein homogenes Klangfeld und deswegen war das relativ einfach möglich zu übertragen. Debütiert hatte es 82 bei Grateful Dead und The Who auf der Lorelei. Und das war ein PA-System, was fast 20 Jahre lang oder 25 Jahre lang auf sämtlichen Großveranstaltungen, später wurde es bei BAP eingesetzt als BAP-PA.